Yo Leute, Sidney am Start und willkommen zu meiner Review der neuesten Episode von Boruto Naruto Next Generations. Burrito ist wieder am Sonntag am Start und damit kommen wir zur letzten Folge von Urashiki, denn der Typ ist jetzt endlich mal gestorben. Ich hoffe es zumindest. Ich hoffe, er wird nie wieder vorkommen, denn den Typen möchte überhaupt niemand mehr sehen. An dieser Stelle muss ich ganz ehrlich sagen, erstmal natürlich, ich hatte eine gewisse Vorfreude auf diese Episode. Also ich habe einfach gedacht, okay, das wird heute wieder komplett ausrasten und so weiter. Versteht mich nicht falsch, die Animation war on top, die war definitiv mega nice und einige Momente waren auch echt ziemlich tiefgründig zwischen Naruto und Boruto, die waren echt ganz gut in Szene gesetzt. Aber insgesamt, der Abschluss von Urashiki, insgesamt diese Folge hat mir nicht besonders gut gefallen. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht von dieser Folge, weil ich definitiv höhere Erwartungen hatte, ohne Spaß. Natürlich, wer jetzt ohne großartige Erwartungen an diese Episode herangeht, wird jetzt wahrscheinlich sagen, ey, die Folge war doch ganz okay. Ich kann verstehen, wenn man diese Folge ganz gut fand, aber ich für meinen Teil muss ehrlich sagen, ich gehe mit dieser Folge nicht wirklich in Einklang. Ohne Spaß. Ich werde jetzt zu den Punkten kommen, die ich nicht so nice finde. Und wir werden dazu jetzt ein bisschen was sagen. An dieser Stelle lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefällt. Und natürlich ein Abo auf dem Kanal, wenn ihr nichts mehr zu Naruto und Boruto verpassen wollt. Die 135. Folge ist jetzt am Start und wir haben damit nächste Woche den Abschluss von dem ganzen Arc Naruto Boruto. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen natürlich auch das Spoiler-Video gemacht, wo es um die letzten Folgen aus diesem Jahr geht. Das heißt, drei Folgen kommen noch. Einmal die Abschlussfolge nächste Woche und dann noch zwei Filler-Episoden, die halt quasi das Jahr 2019 von Boruto abschließen sollen. Erstmal natürlich zu dieser Episode. Urashikis Verwandlung. Damit fängt das Ganze an vor dem Intro. Wir haben die Verwandlung und da muss ich ehrlich sagen, das sah zwar mega episch aus an sich, wie das Drama auch reingebracht wurde, Soundtrack und so weiter, hat alles schön gepasst. Aber wie sah die Verwandlung bitte aus? Das war eine Taubenversion von Urashiki. Also keine Ahnung, ich finde die Form einfach übelst Bootleg von Momoshiki. Also ohne Spaß, einfach irgendein Karma-Tattoo ins Gesicht gehauen, ein paar gelbe Renegan-Augen und das war's. Also wirklich die Bootleg-Version, die schwächere Version, keine Ahnung, von Momoshiki. Also wirklich, ich hatte wirklich das Gefühl, man will einfach nur so tun, als ob man Folge 65 nochmal macht, nur mit Urashiki und definitiv in einem schwächeren Vibe. Keine Ahnung, ob man das so nachvollziehen kann, wie ich das meine, aber ich finde, das spiegelt ultra krass wider, was diese Folge abgeliefert hat. Das hat man ultra stark gemerkt. Gewisse Dinge, wie die umgesetzt wurden, also wie zum Beispiel Urashikis Verwandlung oder zum Beispiel Naruto und Boruto, also Borutos Talk zu Naruto, wo er durchdreht, als Jiraiya getroffen wird und so weiter. Diese gewissen Dinge waren an sich richtig gut in Szene gesetzt und das habe ich auch gefühlt, aber an sich macht es mir trotzdem den Abschluss von Urashiki nicht so wirklich schmackhaft, wo ich wirklich sagen kann, ey, damit gehe ich klar, denn schlussendlich von dieser Episode haben zwei Genen einen fucking Gott besiegt. Und das ist definitiv ein anderes Gefüge als in Folge 65, wo Boruto das Rasengan quasi geschenkt bekommen hat zur Waffe gegen Momoshiki von einem erwachsenen Naruto, der definitiv viel mehr und weitaus mehr Power hat als sein Genen Kyuubi Chakra Mode Naruto, der nicht mal gegen Sasuke im Mal des Fluches Mode gewinnen kann. Also, keine Ahnung, wisst ihr, wie ich meine? Die haben einfach einen Otsutsuki besiegt. Natürlich war dieses gewisse Verhältnis und diese Referenz an Folge 65 hier definitiv vorhanden und definitiv auch nice, dass Naruto Boruto das Rasengan gab in Folge 65, damit Boruto den finalen Schlag gegen Momoshiki landen kann und damit das Karma mal schlussendlich bekommen kann. Er hat ja unter anderem auch das Auge und so weiter eingesetzt. An sich schon ziemlich trashig, dass er allein in diesem Arc nicht einmal sein Auge erweckt, also Boruto jetzt. Und hier natürlich das Ganze in gar keiner Relation zueinander steht, dass das Rasengan von einem Kyuubi Mode Naruto Kid-Variante, Classic-Variante zusammen mit Boruto einen Gott wie Urashiki töten kann, nachdem dieser zwei Renegan und alle Power aus seiner komischen Vase da gefuttert hat. Also das muss man halt einfach sagen, das
gewisse Scaling ist definitiv nicht mehr vorhanden. Also es macht halt überhaupt keinen Sinn. Und selbst wenn ein Jiraiya mit einem Rasengan von der Seite kommt, um Urashiki irgendwie kurz abzulenken, selbst wenn Sasuke mit Kirin ankommt, was an sich für den Moment ziemlich nice aussah, gar keine Frage, das will ich nicht schlecht machen, das will ich nicht runterreden, das sah mega nice aus, ich habe das auch gefeiert von den Boys, aber an sich macht es halt trotzdem keinen Sinn, dass Urashiki gegen Genin verkackt, ja, und es ist definitiv ein anderes Gefühl, ein anderes Gefüge in Folge 65 gewesen, als Boruto quasi in Anführungsstrichen den gleichen Move abzieht, aber natürlich eine andere Kraft dafür nutzt, um Momoshiki zu töten, nämlich dementsprechend die vertraute Kraft, die anvertraute Kraft von seinem Vater und er dadurch den ersten Einblick in seine Storyline überhaupt erst bekommt. Und hier in diesem Arc ist das Ganze natürlich quasi das Gleiche, nur in einer viel, viel, viel schwächeren Variation, in einer viel, viel schwächeren Version. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass man Urashiki von der Kraft her ein bisschen runterschraubt, dass man ihn nervt, wenn man ihm diese Form gibt, diese Taubsi-Form an dieser Stelle. Weil er in diesem Modus anscheinend nicht mehr seine Angel hat, nicht mehr großartig seine Rinnegan, somit er halt Raumzeiten in Ninjutsu beherrschen kann und so weiter. Das heißt, er hat nicht mehr die Kräfte drauf wie noch vor 2-3 Episoden und deswegen schlagen sich gewisse Charaktere auch besser gegen ihn und deswegen kommt zum Beispiel auch ein Sasuke hier besser voran. Auch wenn Urashiki hier in dieser Form nicht großartig richtig ernst gemacht hat oder nicht richtig zum Vorschein kam. Ich fand Urashiki in dieser Form wirklich richtig lame tatsächlich in dieser Episode, weil er halt gefühlt gar nichts gemacht hat, außer ein paar Geschosse abzuschießen und das war's. Ja, also er hat wirklich nur ein paar Blasterschüsse abgegeben, also mit seiner komischen Attacke da vom Drachenkaiserpalast oder was das war und das war's schlussendlich. Boruto, Naruto, Jiraiya und Sasuke haben alle ein bisschen auf die Fresse bekommen, aber schlussendlich hat dann der große Rasengan-Angriff dafür ausgereicht, einen fucking Gott zu besiegen. Was ich ebenso nicht verstanden habe ist, was hat es jetzt in dieser Episode generell gebracht, dass Konohamaru ins Dorf zurückrennt und den Genen Bescheid sagt? Also ich habe mir wirklich gedacht, dass man jetzt irgendwie die Folge so strukturiert, dass alle Genen der damaligen Zeit gegen Urashiki kämpfen. Wer weiß, vielleicht hätte das dem Ganzen nochmal ein bisschen mehr Vibe gegeben, von damals vielleicht auch. Im Endeffekt ist es ja dasselbe, ob jetzt zwei Genen Urashiki töten oder mehrere Genen Urashiki töten. Im Endeffekt ist es dasselbe. Man hat ja auch in der Gegenwart Genen auf Urashiki angesetzt, von daher nimmt sich das nicht viel, würde ich sagen. Aber es ist definitiv eine Sache, die ich nicht verstanden habe in dieser Episode, weil Konohamaru einfach die Genen holt, beziehungsweise denen Bescheid sagt und es wird überhaupt nicht mehr aufgegriffen in dieser Folge, also keine Ahnung. Ich fand, die Folge hat nicht so gut funktioniert, was so dieses Zwischenmenschliche oder das, was Boruto generell schon von der Entwicklung mitgenommen hat über die ganzen 100 Folgen und so weiter zu seinem Vater, also diese Bindung und so weiter, das wurde hier in dieser Folge sehr, sehr gut rübergebracht. Wie gesagt, als Naruto wieder durchdreht, als Jiraiya getroffen wird und so weiter, wie Boruto auch seinem Vater vertraut, obwohl er durchdreht, obwohl er ihm halt auch wieder Schaden zufügt in dieser Folge und ihn quasi so wegslappt. Das fand ich sehr, sehr nice, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also dieses Zwischenmenschliche zwischen Boruto und Naruto, dass Boruto seinem Vater einfach 100% vertraut, auch wenn er so durchdreht und die dann das gemeinsame Rasengan so durchführen können, wie in dem Training von Jiraiya, Jiraiya und Sasuke, Urashiki ablenken, sodass dieser seinen Angriff, seinen Gegenangriff quasi nicht durchführen kann und das Rasengan von den beiden dann so treffen kann, dass er komplett vernichtet wird. Und wie gesagt, ja, man könnte so argumentieren, Urashiki hat ja seine ganze Kraft nicht nutzen können, weil Jiraiya von der Seite kam, Sasukes Kirin kam zum Einsatz und so weiter, aber normalerweise, ey, real talk, normalerweise dürfte diese Attacke, selbst wenn Urashiki schläft und von dieser Attacke getroffen wird, dürfte es ihn nicht töten. Vor allem nicht, nachdem er so viel Kraft absorbiert hat und so durchgedreht ist. Also normalerweise dürfte das nicht sein. Er ist ein Gott. Und was ist jetzt mit dem Karma mal? Das ist auch noch so eine Sache. Also wie gesagt, wenn Urashiki hier jetzt an dieser Stelle tot ist, dann denkt sich das Animationsstudio Studio Pierrot einfach nicht viel dabei. Ja, dass man ihm nicht wirklich eine großartige Tiefe gibt, dass man das mit dem Karma mal nicht großartig weiter beleuchtet. Es steht im Raum, dass wenn man einen Nozutsuki tötet, dass man normalerweise auch ein Karma mal bekommen kann. Es
Es könnte natürlich auch sein, dass Momoshiki selber das Ganze an Boruto freiwillig übergeben hat, weil er wusste, wenn er das Ganze vollzieht, dann wird er durch Boruto im Manga wiedergeboren werden, wie der Plot sich halt aufbaut und so weiter. Vielleicht ist es hier ein Punkt, den Urashiki nicht großartig möchte oder er hat keine Person, durch die er wiederbelebt werden kann. Keine Ahnung. Es ist wirklich noch so die Frage. Wir wissen nicht wirklich viel zum Karma mal, von daher kann man das hier an dieser Stelle nicht sagen. Die Theorie war aber definitiv im Raum und das war sie, dass man, wenn man einen Uzutsuki tötet, auch das Karma mal bekommt, denn Kashin Koji hatte natürlich im Manga auch gedacht, dass Naruto das Karma mal bekommt. Wenn das nicht der Fall wäre, wieso sollte er also von diesem Gedankengang ausgehen? Macht keinen Sinn. Ich denke wirklich, dass sich das Studio nicht viel dabei gedacht hat. Die haben sich einfach gedacht, oh, coole Anlehnung an Folge 65, gemeinsames Rasengan und so weiter und so fort. Die denken sich nicht viel bei Urashiki, weil wie gesagt, Urashiki ist ein, in Anführungsstrichen, Anime-only Uzutsuki, Filler-Uzutsuki. Was ich ziemlich cool finden würde, wäre, wenn man vielleicht noch einen Schwenker in die Vergangenheit zeigen würde, also wenn Sasuke und Boruto nächste Folge wieder in der Gegenwart sind, dass man Urashiki sieht, wie er noch am Leben ist und er dann irgendwie von Kara gefunden wird, von der Organisation oder keine Ahnung, wahrscheinlich kommen Itachi und Kisame rein und töten ihn oder so etwas. Ich weiß es nicht. Es ist wirklich so eine Sache. Vielleicht findet jemand von Kara ihn und experimentiert an ihm rum und deswegen haben die Informationen über die Uzutsukis oder die Karma-Male, wer weiß. Also da könnte man definitiv einiges machen. Und jetzt stellt sich natürlich auch die Frage, ist Tonnery auf dem Mond endlich befreit oder wird er einfach weiterhin da auf dem Mond versteinert bleiben? Wer weiß, das kann man natürlich noch nicht sagen, das wurde noch nicht offenbart. Boruto und Naruto haben zusammen in ihrer Genen-Primetime einen Gott besiegt, das heißt, Boruto hat jetzt schon zwei Götter komplett vernichtet. Also es ist halt wirklich, wirklich schwierig, ja. Ich möchte diese Folge gerne feiern. Ich möchte wirklich gerne für diese Folge mein Lob aussprechen. Ich möchte wirklich gerne sagen, ey, die Folge war eine 10 von 10 und so weiter. Aber das war sie nicht auf der einen Seite. Und zum anderen sind so viele andere Aspekte mir ein Dorn im Auge, wo ich einfach sage, ey, das ist eigentlich kein guter Abschluss, kein runder Abschluss. Und wenn man sich die Preview anschaut, dann könnte man auch sagen, okay, macht eigentlich nicht viel Sinn. Denn zum einen, habe ich im letzten Video angesprochen, könnten Boruto und Sasuke die Schildkröte gar nicht verwenden, weil nur ein Uzutsuki sie verwenden kann. Also wie sollen sie wieder zurückkommen? Macht gar keinen Sinn. Außer man führt jetzt eine neue Regel ein. Es wurde sogar so gesagt, dass nur ein Uzutsuki den Schatzgegenstand verwenden kann. Zum zweiten brauchen sie ja Chakra. Vielleicht wird das Ganze rückgängig gemacht, sobald der erste Anwender irgendwie gestorben ist oder so etwas? Keine Ahnung, wird sich ja nächste Woche dann sehr wahrscheinlich erklären. Und dann stellt sich natürlich noch die Frage, was ist mit den Erinnerungen? Erinnern sich jetzt Jiraiya, Naruto, Sakura, Konohamaru und so weiter an alles, was sie gesehen haben oder nicht? Ja, bleibt das Ganze so oder wird das alles gelöscht? Wer weiß. Aber dann stellt sich wieder die Frage, wenn alles rückgängig gemacht wird, also alles durch die Zeitreise, was passiert ist und so weiter, wenn das alles rückgängig gemacht wird, was hat es dann auf sich, dass Boruto Denkis Vater getroffen hat und dadurch erst die Eisenbahn entstanden ist? Also theoretisch muss es ja passieren, dass Boruto in die Vergangenheit reist mit Sasuke, damit sich einiges so entwickeln kann. Passiert das aber, sind gewisse Einstellungen von Jiraiya, Kid Naruto, Sakura und so weiter ein bisschen BS, weil sie sich theoretisch in der Shippuden-Zeit und so weiter anders hätten verhalten können, weil sie gewisse Dinge natürlich kannten, ja, oder sich an gewisse Dinge zumindest erinnern müssen. Man merkt, dieser Arc bringt viel mehr Konsequenzen mit sich und viel mehr Probleme mit sich, als man das auf den ersten Blick wirklich sehen kann. Und an dieser Stelle bin ich erstmal raus. Ich würde sagen, die Folge war zum Ansehen, von der Veranschaulichung, von der Animation her definitiv top, aber vom Writing her nicht so gut. Und das wäre es zu meiner Meinung zu dieser Episode gewesen. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich habe mir definitiv einen anderen Abschluss für Urashiki gewünscht oder einen krasseren oder einen etwas heftigeren. Wenn Sasuke ihn jetzt komplett den Arsch aufgerissen hätte, das fände ich übelst nice, ja. Das hätte ich viel besser gefunden als jetzt das gemeinsame Boruto und Naruto Rasengan. Auch wenn ich die Anlehnung an Folge 65 verstehen kann. Aber wie gesagt, das erstmal nur soweit zu meiner Meinung. Wie ist eure Meinung zu dieser Episode? Habt ihr das zu Tode gefeiert? Fandet ihr das besser?
besser als Folge 65? Oder geht ihr da mehr so in meine Richtung? Schreibt es mir gerne unten rein. Lasst mir, wie gesagt, eine positive Bewertung unten da. Und damit würde ich sagen, wäre es das gewesen. Haut rein. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Sonntag und zweiten Advent. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao.